weil es sicherlich auf der einen Seite Umsätze kompensiert oder Umsatzverluste kompensiert, die wir auf der einen Seite zwingend haben mussten, wenn der Markt sich immer mehr auch dem Onlinehandel zuwendet. Super, super einfach. Du kriegst eine E-Mail, druckst die nur aus, machst einen Karton fertig, nimmst den Schuh aus dem Lager, tust ihn rein, schickst ihn los, Feierabend. Zahlung und so weiter, geht ja alles nicht über meinen Tisch, sonst der ganze Zahlungsverkehr ist ja gar nicht in meinen Händen. Das ist schon super. Ja, hoffentlich noch gut bis zur Rente, ne? Nein, alles gut. Geht alles in die richtige Richtung. Wir machen weiter und wir machen uns auch keine Sorgen. Man kriegt immer viele Eindrücke, richtig verarbeiten tue ich das immer erst etwas später. Es sind eine Menge Vorträge gewesen, die auch sehr interessant waren. Aber was ich jetzt wirklich davon mitnehme, werde ich wahrscheinlich erst in ein paar Wochen wissen. Dass mal einer was wortlos einfach nur in den Karton tut und einen getragenen Schuh und bei uns anliefert. Und dann musst du erstmal recherchieren, warum und wieso, was ist denn mit dem Schuh? Was hat denn der Kunde überhaupt? Erstmal rauskriegen, wie kann ich mit dem in Kontakt treten und dann mit dem sprechen und dann kann man schauen, was dann überhaupt der Fall war. Manche tun wirklich gar nichts da rein. Die meinen einfach so, die schicken das jetzt ein und jetzt bucht man das einfach zurück. Und ich wusste aber gar nicht, was ist. Bei einem getragenen Schuh schwierig.